Retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, das können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Haben Sie eine Deaktivierung versucht? Gleich als erstes. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den Scheiß-Androiden. Oder ich werde es tun. Detroit.
Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte, nein! Los, los, los! Hi, Daniel! So. Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät. Bist du bewaffnet? Ja, ich habe eine Waffe. Fallen lassen. Ganz langsam oder ich schieße. So, jetzt nicht mehr. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Es ist vorbei, Daniel. Dein Verbrechen ist zu schwer. Die Frage ist, ob du noch ein unschuldiges Leben vernichtest. Du hast nichts zu sagen. Ich mache hier die Regeln. Wenn ich sterbe, stirbt sie auch! Verstanden?
halte diesen Krach nicht mehr aus! Dieser Helikopter soll verschwinden! Waffe? Und das alles hier ist vorbei. Komm mir nicht so nah! Wenn du näher kommst, dann werde ich springen! Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Aber jetzt werde ich selbst entscheiden.